Ja, Bürger, ja, die Erde bebt, es wackelt deine Habe. Was du geliebt und du erstrebst, das rasselt jetzt zu Grabe. Aus Dur wird Moll, aus Haben soll, es fallen die Devisen. Dann fällst du selbst zu diesen, dann fällst du selbst zu diesen. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Ingo Wilkenshoff und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus unserer Reihe gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Unser Magazin heißt ab heute Protagon. Wenn es um Armut und Ausgrenzung geht, ist das immerwährende Thema Rassismus. Dazu gab es nun in der Osnabrücker Innenstadt eine Veranstaltung von studentischen Verbänden, Künstlern und Gewerkschaften. Wir sprachen mit Olaf Kramm vom DGB. Hier ein paar Bilder. Genau, heute treten Monster auf und Ungeheuer. Wir, die Monster, machen aus den Menschen, die etwas anders aussehen, etwas anders sprechen, andere Gestik, Mimik haben, gerne Ungeheuer, nämlich die Fremden, die ach so netten Fremden, mit denen wir vielleicht zusammen sogar im Bus sitzen, die eigentlich ganz nett sind, bekommen gerne ein Aber hinten dran. Und dieses Aber zeigen wir, nämlich den alltäglichen Rassismus, wie wir Fremde ausgrenzen, wie wir sie ablehnen, wie wir uns anders sehen als diese scheinbar fremden Menschen. Und das ist die Theater Aktion auf der Straße, die in 4 Szenen vorgespielt wird, zum Beispiel vor einer der bekannten Diskotheken, wo aussortiert wird, wer nicht wirklich deutsch aussieht, darf nicht rein, wie im Alltag jemand, der nicht deutsch aussieht, schnell mal in die Polizeikontrolle, wesentlich schneller in die Polizeikontrolle kommt als jemand anders, wie man im Alltag sagt, wo kommst du denn her, so ursprünglich. Da zählt nicht, ob man in Dortmund, Düsseldorf oder Braunschweig geboren ist, sondern dass die Hautfarbe ein bisschen anders sein könnte. Also muss man mindestens Migrationshintergrund nachweisen, sonst wird überhaupt nicht mit jemandem gesprochen. Das ist alltäglicher Rassismus und deswegen sind wir Monster, indem wir aus anderen Fremden Ungeheuer machen. Das ist die Aktion, die wir treiben heute und ich hoffe, wir haben viel Aufmerksamkeit und vielleicht auch ein paar Menschen, die darüber nachdenken, wie sie sich verhalten. Ja, das war Olaf Kramm vom DGB. Es wurden außerdem Flyer verteilt, die wir hier einblenden. Kommen wir zum Straßentheater. Hier eine Übersicht. Wir wollen mit unseren Szenen auf Alltagsrassismus hinweisen und an sich sind die Szenen recht selbsterklärend. Zum Beispiel haben wir eine Szene, in der ein Mensch nicht in eine Diskothek reinkommt oder von der Polizei rausgefischt wird. Und dann haben wir 4 verschiedene Szenen, die wir immer wieder nacheinander spielen werden. Wir werden den Monstern ihr Leben schwer machen. Oder war es andersherum? Entscheidet selbst, mein Publikum! Stand
Stadtviertel. Ich bin ja kein Monster, aber deren Kultur ist so ungeheuer anders. Ich bin ja kein Monster, aber die wollen sich einfach nicht integrieren. Ich bin ja kein Monster, aber wer zahlt meine Rente? Ich bin ja kein Monster, aber das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Ich bin ja kein Monster, aber das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Es reicht. Zu teuer. Zu anders. Nicht so. Und nicht hier. Ja, das war das Straßentheaterstück. Es folgt nun Rhythm of Resistance und eine Liste der Protagonisten. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns gerne schreiben. Falls Sie Themen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Es folgt noch eine Liste der Protagonisten. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.